Ja, hallo liebe Film- und Serienfreunde auf YouTube. Heute ein neues Video, ein Unboxing-Video zu einer neuen Blu-ray, die ich mir gekauft habe. Und da habe ich mich ganz besonders drauf gefreut, dass es die jetzt gibt. Es handelt sich um die Blu-ray zu dem super coolen Actionfilm The Expendables. Aber es ist der Extended Director's Cut. Das hat ja schon im Vorfeld einige Spekulationen gegeben über diese Version. Und hier könnt ihr es lesen. Jetzt 10 Minuten mehr Action inklusive komplett neuen Bonusmaterial. Und hier das FSK 18 Logo ganz groß drauf, was aber kein Problem ist, weil hier steht es ja auch schon, Wendecover ohne FSK Logo ist also vorhanden. Bei dem Expendables Director's Cut hat sich Sylvester Stallone ja nochmal hingesetzt und hat den Film komplett neu umgeschnitten und neue Szenen hinzugefügt, und ja, alles was man so lesen konnte, soll diese Version deutlich besser sein als die Kinoversion. Es soll mehr Tiefe geben, einige, also die Charaktere sollen ja besser beleuchtet werden, und ich habe es wie gesagt noch nicht gesehen, aber da freue ich mich drauf und werde dann gegebenenfalls auch nochmal eine Review dazu aufnehmen. Kommen wir aber zur DVD, zur Blu-ray selbstverständlich. Ja, hier hinten nochmal so ein schönes Gruppenbild, und hier, man kann das nicht so gut erkennen. Diese rote Schrift ist nämlich das Bonusmaterial. Sehr schön finde ich, dass diese Blu-ray in so einem gräulich, dunkel, gräulich schwarzen Stil gehalten ist. Das sticht ein wenig immer hervor. Jetzt machen wir das Ganze mal auf. So. Ja. Da haben wir dann die Blu-ray. Dann haben wir hier ein wenig Werbung mit dem neuesten Steven Seagal-Streifen und einigen anderen Sachen. Und hier ein weiterer Flyer. Ja. Mit noch so ein paar anderen Sachen. So. Ja, im Prinzip ist es das ja schon. Ich zeige euch jetzt nochmal das Wendecover. Das sieht dann so aus. Ist noch viel cooler, wenn das FSK-Logo weg ist, ganz klar. Ja, zu erwähnen sei auf jeden Fall noch, dass die Digital-Copy enthalten ist. Ihr könnt euch das also runterladen und auf Sandy oder sonst irgendwo, wo ihr dann den Film noch genießen wollt. Zum Bonusmaterial. Da ist einiges drauf. Directors Introducing to Extended Cut. Also Sly erklärt wohl nochmal, warum er was geändert hat. Dann Action, The Expendables, San Diego Comic-Con, 2010er Panel, da haben sie den Film vorgestellt, ich glaube die ganze Truppe, das Musikvideo zum Film, und richtig cool ist Inferno, The Making of Expendables. Das ist eine richtig lange Doku, ich glaube irgendwas mit 90 Minuten, die dann alle Aspekte des Films und die, über die Entstehung des Films, so heißt es dann, näher beleuchtet, und allein die Doku ist schon richtig cool und den Preis wert. Ja, auf jeden Fall, was soll man sagen, Expendables, ein super Actionfilm. Dieses Jahr kommt der zweite Teil raus, und als Vorbereitung empfiehlt es sich ja vielleicht auch nochmal, diese Blu-ray oder diesen Film als Director's Cut sich anzusehen, den ersten Teil. Und ja, soweit also das Unboxing zu The Expendables, der Extended Director's Cut. Bis zum nächsten Mal, und ich bin raus.